jetzt machen wir den zweiten Korb. Also ich habe hier so eine alte Schere. Und den möchte ich jetzt etwas rechteckig, also etwas nicht so rechteckig, sondern mehr quadratisch haben und auch ein bisschen höher. Weil der Ballon ist ja auch größer. Wenn ihr das Holz in der Größe habt, das ihr braucht, schneidet ihr euch von der Pappe was zurecht. Legt euch das hier dran, klappt euch das hier um und macht euch dann für die Größe an den Seiten hier auch nochmal passende Hölzer, damit es hier ein bisschen stabilisiert wird. Aber dazu muss ich jetzt erstmal meine Heißklebepistole scharf machen. Also ihr klebt es hier auf, macht euch für die Seiten hier passende Hölzer, klebt die hier rein und klappt dann einfach unten den Boden um, damit der unten zu ist. Und wenn das nicht ganz so dick wird wie das, sondern etwas schmäler ist, also hier in der Tiefe, spielt es ja keine Rolle, denn man sieht es ja nur von vorne. Also die Hauptsache, es ist stabil genug, um es aufzukleben und dass es einfach von vorne wie ein Körbchen aussieht. So ihr Lieben, während ich auf meine Kamera gewartet habe, habe ich natürlich schon ein bisschen vorgearbeitet. Ich will ja hier nicht ewig immer warten. Und ich habe dieses geile Spray von Lindys ausprobiert, dieses Moonshadow Mist. Das gibt es in Blau und in Grün, und also mit blauem und grünem Schimmer. Und ich habe das mit dem Grün genommen, weil ich bin ja ein Grün-Fan. Und wenn ich gewusst hätte, wie cool dieses Patina wird, ich hoffe, ich kann euch das irgendwie ein bisschen, hier habe ich meine Ausstanzung schon mal draufgelegt, um zu gucken, wie ich die aufkleben werde. Wenn ich gewusst hätte, wie geil dieser grüne Schimmer wird, dann hätte ich mir nicht die Mühe gemacht, vorher da mit meiner türkisfarbenen Acrylfarbe rumzumalen, sondern ich hätte das einfach eingesprüht, tatata, und hätte diesen geilen grünen Patina-Schimmer gehabt. Das ist also, ich weiß nicht, wie gut ihr das sehen könnt, mit ein bisschen Braun und dieser Schimmer, also dieser Mondschatten, der ist grün mit diesem Glimmer. Also ich hoffe, ich kann euch das ein bisschen vermitteln, wie geil das aussieht. Also das waren jetzt unsere Strukturen, die wir vorhin mit der Schablone gemacht haben hier. Mit dieser schönen. Und die habe ich auch ein bisschen braun gemacht und ein bisschen gold gemacht. Und bin also einfach da mit diesem Spray drüber gegangen. Und so sieht jetzt mein Rahmen aus. Dass der innen versaut ist, ist egal, weil da kommt ja noch Papier rein. Also ich finde das schon mal total genial. Und dann werde ich hier von diesen Ausstanzungen, die ich mir gemacht habe, also das ist hier eine ganze, die werde ich hier oben drauf kleben. Und die zweite habe ich mir zerschnitten. Einfach hier, so wie es gepasst hat, werde ich eine hier nebenhin machen. Und weil hier unten ein Stückchen ist, wo auch noch ein bisschen leer ist, werde ich das hier hin machen. Das finde ich sehr stylisch. Das hat auch so einen coolen Glanz, durch das, dass es Spiegelkarton war. Und die Papiere reinkleben. Und dann habe ich, wie gesagt, schon ein bisschen vorgearbeitet. Den Heißluftballon hatte ich euch ja vorhin gezeigt. Da habe ich jetzt einfach so zwei Stückchen Kette dran gemacht. In die Mitte. Hier, das bombelt so. Und die beiden werden nachher den Korb halten, die hier unten hängen. Das ist der Korb, den ich euch gezeigt habe. Den habe ich einfach nur mit dem Rusty ein bisschen gestupft. Und dann habe ich zum besseren Verständnis, wie ich diesen Korb gemacht habe, habe ich es noch nicht zusammengeklebt, damit ihr das sehen könnt. Also das gibt der Korb für den großen Ballon. Und ihr seht schon, das sind zwei Stücke, zurechtgeschnitten halt auf die Größe, die ich haben wollte.
mit meiner alten Schere, die ich euch vorhin gezeigt habe. Und die beiden auch. Das habe ich einfach auf so ein Stück von diesem Papier geklebt. Und das würde man dann so rumfalten. So habe ich also den anderen auch gemacht, nur dass der etwas größer ist. Und würde hier aus diesem Papier nochmal einen Boden reinkleben, damit, wenn man den so aufklebt und guckt von unten, damit es hier geschlossen ist. Und dann hatte ich von meiner Freundin Christine so ein schönes Stück Leder. Das habe ich geprägt. Und zwar mit so einem Prägefolder. Einfach reingelegt und dann durch meine Joy gejagt. Und das möchte ich gern hier vorne draufkleben, so dass dieser Korb quasi oder dieses, ja, der Korb, dass der aussieht, als wäre der aus Leder. Das werde ich hier vorne drauf kleben und unten den Boden noch rein. Und das habe ich halt deswegen aufgelassen, damit ich euch zeigen kann, wie ich das gemacht habe, weil der war ja schon fertig. Dann habe ich den hier angemalt, den ich euch vorhin gezeigt habe, mit dem Zwiebelnetz und habe den auch, also nur mit dem Rusty gestupft und dann mit diesem tollen Spray eingesprüht. Und ihr seht, was der für einen coolen Schimmer hat. Und das Grün ist halt gleich dann wie Patina. Also das sieht so cool aus. Dann hatte ich hier in einem Tauschpaket von der Christine Kreativ solche Kugeln, also solche Halbkugeln. Die habe ich auch schon mal als Schüssel verwendet bei meiner Drawerbox. Die habe ich hier, da habe ich zwei von diesen Teilen rausgezwickt und werde das hier unten hinmachen. So als Abschluss. Ich hoffe, ihr seht was. So. Und das ist eine von diesen Resin. Also von den Resinrähmchen von der Crazy Unicorn. Der wird vielleicht hier vorne drauf kommen, noch mit einem Bild rein. Aber vorher muss ich gucken, wie ich die vielleicht noch eine Schnur anbringen oder irgendwelche Zahnräder. Das habe ich also schon mal so ein bisschen vorbereitet. Und das hier, das waren zwei Holzteile. Also auch solche Chipboards, aber ein bisschen dicker. Also eher MDF waren die. Die habe ich schon ganz lange. Das war mal ein Set. Das gab es mal, oh, keine Ahnung, ich glaube bei HSE, aber wie gesagt, das ist schon so alt. Und habe von Doreen Beats hier so ein, wartet mal, ich hole euch mal ein ganzes. So, da bin ich wieder. Bei Doreen Beats gibt es diese Griffe, die sind einfach wie große Brads. Und die könnt ihr irgendwo dran machen und könnt dann da eine Schublade oder irgendwas damit aufziehen oder einfach nur als Verzierung. Es muss ja nicht immer eine Funktion haben. Und das kann man zusammendrücken wie ein Brett und rausziehen. Und dann bleibt hier hinten der Ring. Und den Ring habe ich benutzt und habe diese zwei Teile, das sind einzelne gewesen. Die habe ich auch mit Rusty gemacht, habe da diesen Stift reingemacht, auch mit Rusty angemalt. Und das soll hier oben als Propeller dienen. Das werde ich hier draufkleben. Also das, was hier der kleine Propeller ist, den ich da aus meinen Stanzresten gemacht habe, das wird bei dem größeren Ballon. Also es ist alles erlaubt bei den Steampunk-Ballons, was ihr so findet, weil es ja x Möglichkeiten gibt, wie die ausgesehen haben könnten. Das kommt hier drauf. So habe ich mir das vorgestellt. Sorry. Und wenn ihr so eine Platte habt mit Chipboards, dann habe ich das so gemacht, um diese kleinen da nicht alle einzeln stupfen zu müssen, bin ich einfach über die komplette Platte drüber gegangen mit meiner Rusty. Und danach könnt ihr dann ganz einfach die Teile rausbrechen. Und dann sind die schon schön in der Farbe. Also ob das jetzt Rusty ist oder ob ihr das mit Spray macht oder mit einer Acrylfarbe oder mit einer Wasserfarbe oder bestempelt. Es ist einfacher, wenn ihr das in der Platte macht und dann hinterher rausnehmt. Und dann sind zwar die Ränder hier hell, aber das finde ich jetzt nicht so schlimm.
Könnte man auch nachträglich dann noch machen, wenn man das auch noch in der Farbe haben möchte. Weil solange sie drin sind, erwischt man zwar die Ränder nicht, aber es ist natürlich einfacher, wie jedes einzeln da zu stupfen. So, das waren die Sachen, die ich schon mal vorbereitet habe, während meine Kamera geladen hat. Und jetzt werden wir noch zusammen die Sachen fertig machen. Ich suche mir jetzt da mal ein Band oder irgendwas, was ich da drüber mache, weil ich mir noch nicht ganz sicher war. Der soll natürlich auch anders aussehen als der. Aber ich denke, ich werde trotzdem da in die Mitte ein Band machen und dann hier diese Gemme drauf. Oder besser gesagt, die habe ich auch eingesprüht mit dem Lindys. Also erst mit Rusty so ein bisschen gestupft und dann mit dem Lindys drüber. Und es gibt diesen coolen Patina-Schimmer. Ja, wir werden das jetzt irgendwie zusammenfriemeln. Also die Einzelteile haben wir jetzt. Und dann soll das nachher in dieser Shadowbox, in diesem Keilrahmen, dann da verewigt werden. So, jetzt zeige ich euch, wie ich das gemacht habe. Also einfach hier Heißkleber drauf. Dieses Körbchen. Sorry, das war mein Stativ. So, und dann hier ein Stück, einfach so ein Stück zurechtgeschnitten für den Boden. Und dafür machen wir hier an dem Holz, an dem Rand neben, so eine kleine Spur und legen da den Boden drauf. So, und für den hier haben wir ja jetzt das Leder, das geprägte. Und ich habe was gefunden. Und zwar hatte ich mal Stiefel in dem Braun. Da waren vorne diese Riemen drum. Und als die Stiefel kaputt waren, habe ich die Riemen aufgehoben. Und weil ich das jetzt hier drumlegen will, ich finde nämlich, das sieht relativ cool aus. Und aber hier ja in die Mitte dieser Rahmen soll, habe ich mir, damit der besser klebt, die beiden Nieten rausgenommen. Die sind also nur hinten, wie ihr das bei Nieten so kennt, mit solchen vier Krampen reingedrückt. Und die beiden, die ich da rausgenommen habe, die werde ich mir jetzt hier vorne in den Korb reinmachen. Jetzt muss ich nur gucken. Ich habe es ein bisschen größer geschnitten. Lieber abschneiden, wie das mir nachher was fehlt. Und auf dem Boden soll natürlich nichts. Also so. Dann müsste ich mir das irgendwie anzeichnen, wo ich die Nieten hinhaben will. Keine Ahnung, eine hier und eine hier. Und dann hoffe ich, ich kann die einfach so reindrücken. Ja, es geht, es geht. Also ich bringe jetzt hier die Nieten an und klebt das Lederstück auf. Also die könnt ihr einfach hier so reindrücken. Seht ihr? Dann kommen die hier so raus. Also wer früher Jeansjacken getragen hat, in meiner Jugend habe ich das auch mit diesen Nieten immer verziert. Und dann klappt ihr die gerade rum. Die kleinen Zähne. So. Also wer früher Jeansjacken getragen hat, der kennt es. Da haben wir immer uns die Finger wund gebogen mit den Nieten, die wir da rein haben wollten. So mache ich das mit der anderen auch.
Und dann werde ich das hier vorne drauf kleben. So, hier ist mein Körbchen. So sieht es jetzt von vorne aus. So von oben. Seitlich. Von der Prägung ist leider nichts mehr da, weil ich habe das so gedrückt und gemacht, dass man es jetzt also so fest angefasst, dass die Prägung wieder rausgegangen ist. Das ist zwar ein bisschen schade, aber egal. Ich finde es mit dem Leder trotzdem ziemlich cool. Das ist jetzt der Boden. Und an dem anderen habe ich es also auch einfach so gemacht. Dass ich hier so ein bisschen von meiner Rusty nehme mit einem Pinsel. Und es dann einfach hier unten so. So ein bisschen einpinsel. So habe ich bei dem anderen das komplette Körbchen gemacht. Und hier machen wir jetzt bloß den Boden so, damit er eben nicht wie Papier aussieht. So. Und das Leder machen wir sauber. Oder machen wir das auch so ein bisschen. Ja, genau. Fahren wir so ein bisschen drüber. Dreckig aussieht. Na, ist das steampunkig? Also ich finde das cool. Ich finde das ziemlich cool. So ein bisschen schmuddelig. Die sind ja schließlich draußen, die Körbe. Bei Wind und Wetter unterwegs. So. Bei dem habe ich das so gemacht. Ich habe hier so kleine Ringe. Die habe ich hier einfach reingefädelt in die Spitze und dann die Kette dran gehängt. Und hier unten habe ich mir einfach ein kleines Loch in den Karton gemacht. Ihr seht, der steht hier ein bisschen über. Und ist auch mit so einem Ring verbunden. Und bei dem anderen muss ich gucken, wo mir dann was bleibt. Also ich werde auf jeden Fall das Band hier drum machen, mittig. Und dann müsste ich gucken. Muss ich mir noch überlegen, ob ich da dann Zahnräder dran mache, an die ich dann nachher meine Kette hängen kann. Aber ihr werdet sehen, was rausgekommen ist. So, jetzt habe ich mir hier die beiden Nieten an den Seiten, weil ich das ja dann einkleben werde. Und es ja schade wäre, dass man die dann nicht mehr benutzen kann. Die habe ich mir auch rausgefriemelt. Und jetzt werde ich das hier festkleben. Und zwar mache ich mir den Heißkleber auf das Band und nicht auf die Plastikkugel. Das hatten wir ja schon mal, dass das dann wegschmilzt. So, das lege ich jetzt mittig auf und drehe das einmal hier so und klebe das hier so rein. Das sieht doch schon mal ziemlich stylisch aus. So, sehr schön. Die hätten mir hier schräg gestanden und die andere wäre innen drin gewesen. Und das möchten wir natürlich nicht. So. Dann werden wir hier an den Seiten wieder Käppchen unterlegen. Das sind meine Käppchen, das sind hier solche kleinen, aber ich habe auch noch andere.